liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen. Ja, die Kingsianer, Hugendubel und ich begrüßen euch zu einer Challenge auf diesem Kanal. Heute haben wir die Horror-Challenge, wie es Thorsten gerade so schön benannt hat. Wir sind heute Sonntagmorgen ganz alleine. Ja, eingeschlossen sind natürlich die zwei lieben Mitarbeiter von Hugendubel hier in der Filiale in Frankfurt. Und ja, die Horror-Challenge besteht daraus, dass ja, alle Kingsianer mir jetzt ja, ein Buch herausgesucht haben und ich mich entscheiden muss, ja, auf welche Empfehlung ich eher sozusagen gehe, für welches ich mich nach ein paar Fragen eher entscheide. Und es kann eigentlich nur Horror werden, denn man muss ja eins von beiden auch ausschlagen. Aber wir werden jetzt mal gucken. Ich glaube, Phil und Paddy beginnen und ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt kommt. Okay, ja, mich interessiert natürlich so ein bisschen das Cover. Welche Farbe haben eure Cover? Grau, Silber, hellbraun. Wunderschön. Da würde ich dann mit Blau, Silber. Also es glitzert sozusagen. Sehr schön. Also okay. Perfekt. Sehr schön. Glitzer, es ist immer gut. Ich gucke gerade Thorsten an und er lächelt. Weil ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Okay. Definitiv nicht. Okay. Würden alle Kingsianer euer ausgewähltes Buch feiern? Also wenn es an mir scheitern sollte, ich glaube ja, ich glaube, das eine etwas mehr als das andere. Ich glaube, an mir könnte es dann scheitern. Ich weiß nicht. Ja, okay. Ja, also ich glaube, ich würde beide mögen. Also ich würde keins davon hassen. Es ist nur nicht so richtig meins, würde ich so sagen. Okay, macht es jetzt auch nicht wirklich einfacher. Okay, ja, Autor, männlich, weiblich. Ich habe eine Frau. Ich habe einen Mann. Wie schön. Das sind so Fragen, die einen nicht wirklich interessieren. Ja, ist richtig. Ja, ich fand tatsächlich so, welcher Zeit spielen die Geschichten? Oh Gott. Das ist hier bei mir so ungefähr. Also, zeitgenössisch zurückliegen. Zukünftig. Ich würde jetzt mal einfach sagen, zurückliegen. Okay, ja, genauer muss es gar nicht sein. Okay, ja. Nur so cool. Mehr kann ich auch nicht. Das kann man sagen. Ja, so nicht sagen das eigentlich. Nee, eigentlich nicht, aber jetzt vom Gefühl her würde ich sagen. Ja, wenn, dann quasi von der Anmutung her zurückliegend. Okay. Es wird nicht um definitiv iPhones und Laptops gehen. Genau. In den Büchern. Sagen wir es doch einfach mal so. Okay. Ja. Eine habe ich noch. Ne? Ja. Sehe ich es hier auf diesem Stockwerk, in meinem Blick? Nein. Ich glaube, ich würde zum weiblichen Autor greifen. Ja, ich nehme Paddys Buch, will aber auch zuerst das von Phil sehen. Okay. Hattest du das noch nicht? Wir hatten nämlich spekuliert. Oh, das war ganz schwierig. Wir haben gehofft, dass du es noch nicht hast. Ja. Tut mir auch leid, Steffi. Aber dafür kriegst du jetzt ein wunderschönes Cover. Oh, das ist ja ein absoluter Traum. Ich habe mir das eigentlich auch gekauft. Das ist so cool. Kenn ich nicht? Quendel von Caroline Ronnefeld. Hätte gar nicht spontan gedacht. Ja. Das ist ja geil. Das hat mich so gecatcht irgendwie. Danke. Gut. Es gibt noch keinen Stab, es ist das erste Buch, Paddy. Dann schlagen wir doch hier auf. Ja, darf ich schon fragen? Ja. Ja, was haben wir denn so für Verlage? Heine. Harper Collins. Okay. Ja. Schön. Paddy, würdest du das von Thorsten oder? Ich muss in dem Fall ehrlich sagen, ich würde absolut zu Phil tendieren. Okay. In dem Fall. Entschuldigung. Ja. Okay. Welche Genre haben wir? Science Fiction. Science Fiction. Das ist ein Traum. Ja, sehr schön. Gefällt mir ja so gar nicht. Das ist nicht leichter. Science Fiction. Bisschen. Kenne ich den, die Autorin schon? In dem Sinne, ob du schon was von gelesen hast? Ja. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir aber auch nicht sicher, aber ich glaube. Ah, nee, es ist ein Debüt. Dementsprechend kannst du gar nicht. Das ist klar schwieriger, wenn hier so sitzt. Ja, die Farbe nach dem Cover finde ich. Es ist schwarz. Ist wieder Silber mit Glitzer? Schwarz mit Gold.
Bei mir ist es hauptsächlich weiß und rot. Cool. Aber ohne Glitzer. Da ich ja gerade schon ein silbernfarbenes Buch habe, würde ich mich jetzt gegen das Goldene entscheiden. Und für das von Thorsten. Ja. Und möchte aber erst... Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob das was für dich ist. Wir haben es auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt bekommen. Ja, richtig, das stimmt. Ja, ich habe es auf der Wunschliste. Naja, ich glaube, meins hast du noch nicht. Ja, das ist natürlich gemein, aber das war so. Und das ganz unabhängig voneinander. Also wir müssen dazu sagen, das ist bei meiner, auf meiner Challenge habe ich mir dieses Buch auch Gott sei Dank auswählen dürfen. Ja, das ist uns nämlich gestern gezeigt worden und darüber berichtet worden. Und wir haben uns beide angeguckt und eigentlich gesagt, oh, Zeitreise, sehr geil und Jane Austen sowieso. Und das ist, es ist echt total verrückt. Wir wissen, was wir zusammen demnächst lesen. Selbstverständlich. Richtig. Komm. Sehr schön, danke. Beide. Freut euch. So, ist total komisch, dass Leute zuschauen. Ich finde das ganz ungewöhnlich. So, das ist ja, wirklich, das kennt man ja nicht. So, seid ihr soweit? Ja. So, ich sehe viel Lachen. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Deswegen. Das ist richtig, er lacht uns an. Hm. ja, ihr zwei, was, männlich, weiblicher Autor? Männlich. Weiblich. Ein Traum. woher kommen die Autoren? Ich glaube aus den USA, ich schaue nochmal. Vom Namen her aus Frankreich. Aber sie kommt England. Aus dem Südwesten Englands. Vom Namen? Okay. Wieso? Kann es dann ja schon nicht sein. Okay. Welches Genre? Fantasy? Denke ich? Ja, Fantasy. Bei Literatur. Literatur, ja. Okay. Hilfe kommt. Ja. Okay. Ja, Phil, was würdest du feiern? Ja. Schwierig. Ja, ich glaube eher Party. Eher Party. Okay. Noch eine Frage. Wie dick ist es? Ich finde, du kannst bei diesem... Wie dick ist es? Also meins ist dicker als das Wort. Meins hat genau 601 Seite. Sehr schön. Dagegen ab. Aber was ja meins hat genau 217 Seiten. Gut, das ist Fantasy, es hat über 500 Seiten. Ich glaube, ich nehme das von Paddy. Ja, ich nehme das von Paddy. Will aber deins zuerst sehen. Aha, kenne ich nicht. Ich auch nicht, hatte ich noch nichts von. Vom Leben in einem einsamen Cottage an Irlands Westküste. Oh, das klingt aber auch schön. Ein Buch, das auf eine wunderbare Weise der Welt entrückt. Natürlich eigentlich auch. Ja, ich würde es auch selber. Du wirst zwar jetzt nicht der Welt entrückt, dafür hast du den geilen Typen auf dem Cover. Ja, wobei, das wird gehörter, aber okay. Ja, ihr habt ja schon gesehen, das ist schon, das sieht schon sehr geil aus. Höllenkönig, schrecklicher Despot auf dem Thron. Ja, das ist ja immer geil, ne? Das haben wir auf der ganzen Welt. so viel Fantasy ist das gefühlt gar nicht. Also viel langweiliger. Ja, das war sie. Jetzt darf auch noch Phil dazukommen. Meine drei Bücher habt ihr ja jetzt alle gesehen und natürlich, wenn wir sie demnächst alle lesen, alle haben diese Challenge natürlich auch auf ihren Kanälen gedreht. Ihr findet die alle unten in der Infobox, weil ich zu doof bin, das da oben in der Ecke zu verlinken. Guckt ihr alle nach. Ich sag das immer und mach's einfach nicht. Genau. Oder so. Ich bin der Einzige, der es macht und sagt und auch. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir danken natürlich Hugendubel, dem tollen Team, was uns hier mit wunderbaren Köstlichkeiten auch versorgt hat. Den geilen Hangout von Samstagabend seht ihr natürlich auch noch bei Paddy. Guckt da oben Ding vorbei. Und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video. Macht schön gut und bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke.